Heute geht's in den Nationalpark Loisutep. Der befindet sich unmittelbar vor den Toren Chiang Mai und hat damit die perfekte Lage für einen Ausflug. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier im Nationalpark erwartet euch ein Tempel im Dschungel, ein Wasserfall und der Wat Loisutep. Neugierig, kommt mit in eine wirklich andere Welt. Ich habe mir in Chiang Mai einen Roller geliehen. So kann man den Nationalpark auf eigene Faust erkunden. Angekommen am Wat Pha Lat, eine Tempelanlage im Dschungel. Wow, was für ein besonderer Moment. Hier im Nationalpark findet man auch überall was zum Essen. Außerhalb von Chiang Mai kann man überall mit gutem Gewissen essen gehen. Es ist preisgünstig und sehr lecker. So muss man auf dem Trip im Nationalpark nicht verhungern. Hier ist der Eingangsbereich, weil wir besuchen jetzt einen Wasserfall, den Montana Tan Wasserfall. Eintritt 100 Baht. Und das Coole ist, man kann mit Moped Hintredüse. Sonst gibt es hier auch noch Naturtrail, also die Möglichkeit zu wandern. Und ein Campsite lese ich auch gerade. Ich freue mich besonders, ich kriege einen Wasserfall zu sehen. Das geht mein Herz wieder auf. Ihr wisst ja, ich habe da so ein Faible für Wasserfälle und bin ich, glaube ich, hier genau richtig. So wird er versprochen und ich hoffe, er führt auch genügend Wasser, dass ich auf meine Kosten komme. Denn ich kann mir schon vorstellen, weil es ja hier in Thailand sehr, sehr, sehr heiß ist, dass vielleicht weniger Wasser führt, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. In der Sommerzeit kann es durchaus passieren, dass der ein oder andere Wasserfall fast kein Wasser mehr führt. Wie auch hier, es ist Wasser da, aber nicht so extrem viel. Ein weiteres Highlight auf unserer Reise ist hier der Wat Loisutep. Den präsentieren wir euch auch bei Sonnenuntergang. Der muss gigantisch beleuchtet sein. Und so wie es aussieht, wird das hier der Eingang sein. Und da werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen und nehmen euch natürlich gerne wieder mit. Ja, auch wieder schön verziert hier. Oh mein Gott. Oh, nee, Richie, guck mal, was uns erwartet. Ich hab's schon gesehen. Oh Gott. Fitness ist ja okay, aber bei 40 Grad hier nur die Treppen hoch. Aber es hilft nichts.
da gehen wir jetzt durch. Ich schwitze ja jetzt schon wie ein Iltis. Liebevoll dekorierte und Kunstarbeit hier. Das ist schon, ja, wir haben jetzt doch wieder ein paar Tempel mittlerweile gesehen, aber der beeindruckt wieder. Es sind schon ein paar schöne hier in Thailand dabei. Ist mal sehr interessant, das alles zu sehen. Gleich geht die Sonne unter und der Wat verwandelt sich in einen magischen Ort.